Hacken ist auch drin. Ja, ich kann es auch prügeln. Das Spiel ist eine sehr verrückte Mischung. Die Story aber ist echt. Die ist schon echt cool und spannend. Nur die Nebenaktivitäten sind manchmal sehr seltsam. Und manche Nebenaufgaben. Da denkst du dir auch nur, was haben die gerade geraucht? Das ist der zweite Teil. Davon gibt es auch noch einen ersten Teil. Eigentlich sind wir ja Detektiv. Also hauptberuflich. Eigentlich ist das Thema, was gerade in der Story so, um was es sich handelt, eine ziemlich heikle Sache. Also es geht da um Mobbing und Tod und Mord. Aber hauptsächlich geht es da auch um Mobbing. Ich finde gut, dass sie sowas in so einem Spiel reinbringen, weil sowas ist ja halt leider überall sehr vertreten. Dass das einfach kein Spaß ist, sowas. Alter, was zur Hölle? Hat er mich gerade angezündet? Und ich brenne vor Leidenschaft. Was zur Hölle? Einfach angezündet. Kann ich irgendwo was essen? Mein Leben ist gerade ein bisschen RIP. Ich brauche hier irgendwo ein Geschäft zum Essen. Komm hier rein? Ach, Mist. Ich glaube, wenn wir in diese Meile hier reingehen, gibt es Essen. Oh, ich glaube, hier war alles teuer. Hier kannst du so. Hier kannst du nur so random Sachen kaufen, die sehr teuer sind. Bin da reingestolpert, weil mich das Game interessiert. Ich hoffe, das Spiel gefällt dir. Muss nur aufpassen wegen Spoiler. Also, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Du hast eine Menge zu tun. Es gibt halt schon zwei Teile. Und beim ersten Teil auch die Story. Da waren lauter Plot-Twiste. Ich war die ganze Zeit einfach nur fertig. Schon echt gut gemacht. Ist halt so eine Mischung aus Story ist mega geil, die Nebensachen sind, was haben die Japaner geraucht bitte? Und hier kannst du auch so viel, kannst auch daten und sowas. Und schön kämpfen. Bam. Schön ins Gesicht. Alter, das ist ja einfach voll brutal. Apotheke. Ja, genau. Das war gerade so eine Art Apotheke. Ich brauche aber echt mal was zu futtern. Ich finde aber gerade kein Restaurant. Was hier? Zum Untergeschoss. Was ist denn das hier? Japan ist aber nice. Das stimmt. Ach, das ist hier, wo der... Der die Sachen hier verkauft. Stimmt. Irgendwo. Geil. Du kannst daraus Tränke brauen, die dir im Kampf helfen können mit Abwehr, Stärke. Aber was die Zutaten so beinhaltet, meine... Oh. Lecker. Ich trinke gerne Fisch. Fischwasser. Nochmal Störmeldung machen. Okay, Kollegen gehen. Oh, okay.
Das Game kommt auf meine zukünftige Spieleliste. Leute mit Werbetafeln in die Straße einarbeiten, rundet den Alltag doch so rundet den Alltag gut ab. Ja, hier kannst du sehr viele Gegenstände nehmen. Kannst auch ein Fahrrad nehmen und mit dem Fahrrad auf die einschlagen. Finde ich echt gut. Find nur gerade den Weg nicht. Hast du Angst vor mir? Oh. Oh, das war übel. Willst du dich wirklich noch mit mir anlegen? Komm mal hier. Mit einem Blumenkasten erschlagen. Wo muss ich jetzt hin? Ich laufe die ganze Zeit vorbei, ne? Ja, ganz woanders hin. Erstmal Hose aus. den Arm so umgedreht zu bekommen, ist richtig schmerzhaft. Ja, das weiß ich. Ich weiß, wie das ist. Das ist wirklich sehr schmerzhaft. Als Kinder bzw. Jugendliche haben wir viel rumgeblödet, deswegen weiß ich ganz genau, wie das... Das ist schon unangenehm. Hallo, Striker. Mein Leben sieht nicht so gut aus. Oh, ich konnte eine neue Attacke machen, habe ich jetzt nicht hingekriegt. Oh, der ist nicht schlecht. Der weicht gut aus. Lerne neue Skills. Guten Tag. Was kann ich hier so kaufen? Das ist leider nichts zu essen, aber Ausrüstung. Wie viel Geld habe ich da unten? 998.000 Yen. Moderne Unterwäsche, die diverse Haltungen unterstützt, Unterkörper, Unterbekleidung. Mmh. 69.000. Nahtodgürtel. Verteidigung plus 10. Arigatou gozaimashita. Spielst du Spiele generell komplett durch oder eher mal ein paar Stunden, dann das nächste? Ich spiele die in der Regel durch. Wenn ich mein Spiel nicht durchspiele, ist es wirklich aber eine Ausnahme, wenn das Spiel einfach nicht spielbar ist, weil wegen Bugs oder sonstiges oder es mir einfach absolut nicht gefällt, aber es ist eher sehr selten. Ich spiele die Spiele sonst alle durch. Es gibt auch mal so Sachen, wo ich Indie-Spiele austeste. Aber die meisten sind in ein paar Stunden sogar schon durch. Ich hatte in letzter Zeit leider ein paar Horrorspiele, die ich nicht durchspielen konnte, weil es einfach nicht möglich war. Das war schade. Ich habe im Moment sehr viele Open-World-Spiele. Also das hier zum Beispiel, Judgment habe ich gerade offen. Far Cry 6 habe ich gerade offen.
Tales of Arise, das sind alles sehr, sehr riesengroße Spiele. Werde ich auf jeden Fall auch alle beenden. Es wird zwar eine Weile dauern, aber dann ist es halt so. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade machen? Ausrüstung, ne? Nee, da. Können wir das jetzt machen? Und die Hose hier. Hier habe ich noch was. Angriff plus 3. Angriff minus 15. Nee, das wäre nicht so cool. So. Hallo David. Wunderschön. Oder möchtest du lieber David, also dass es so ausgesprochen wird? Wie sind das denn? Ganze Gruppe hier wieder. Da wäre es besser, wenn ich den Tiger mache. Bisschen mehr Angriff. Boah, in den Rücken. Wie so ein Flummi. Und Black Leo, danke schön für den Follow. Herzlich willkommen. Ist hier ganz schön auf Verteidigung, ne? Na, komm mal her. Ein Euro ist gleich 132 Yen, 1000 Yen 7,54 €, aber du musst halt bedenken, dass diverse Dinge in Japan ganz anders, ganz andere Kostenrelation. Also. Hallo Impala. 69.000 Yen sind zurzeit so circa 520 Euro, Alter. Und seine Freundin belagern gerade alles. Oh, na super. Muss auch noch hungern. Gerne doch. Das ist uncool, ja. Ich scroll mal nochmal kurz hoch, weil ich gerade vielleicht nicht mitbekommen habe. Vor allem Foodtruck. Ja, und dann sind da Ausrüstungsgegenstände. Mein Bruder hat mich kopfüber in Schneehaufen reingesteckt, weil ich immer aufmuckte. Irgendwie wirkt das fast so wie Yakuza, gleicher Entwickler. Das sind die gleichen Entwickler, ja. Yakuza sind hier auch natürlich vertreten. Mit denen haben wir auch sehr oft Probleme. Oh, hier gibt es ein neues Skateboard, das muss ich kaufen. Ui, geil. Fantasy Zone. Ein Modul für Fantasy Zone. Ein Spiel für das Sega Master System. Katzenfutter mit Fisch. Ja, das müssen wir da auch kaufen, ne? Katzenfutter mit Käse. Das ist aber rot. Ach, da unten. Käse. ありがとうございました。 Jetzt habe ich ein, was, 60? Oh Gott. Nino, das darfst du mir nicht sagen. Ich werde wieder nervös. Da werde ich wieder nervös hier. Jetzt haben wir ein neues Skateboard. Cool. Mit einem Totenkopf. Modifiziert für verbesserte Wendigkeit. Katzenfutter mit Käse ist nicht gut für das Fellkind. Ich weiß auch nicht, warum ich hier überall Katzenfutter kaufen kann. Es gibt eine Aufgabe mit sehr vielen Katzen. Die muss ich auch noch weitermachen. Ich muss mir die ganzen Namen merken. Deswegen habe ich die alle fotografiert.
Weil ich es mir nicht merke. Und die Namen sind schrecklich, die wir geben können. Guten Tag. Ich muss leider mal kurz euch hier verprügeln. Oh, das wollte er nicht. Ah, Mist. Zu spät. Auch zu spät. Mann! Schade. Kriege. Der heißt Oki. Oki. Oh, das ist ein Fahrrad. Kann ich das nehmen? Sehr gut. Nimm das! Mein Fehler. Ich mag Streams, wo man sich zu Hause fühlt. Dann freut es mich sehr, dass wir das auch so rüberbringen. Weil man soll sich ja hier auch wohlfühlen. Ein bisschen abschalten vom Alltag. Selbst wenn es einem mal nicht gut geht, dass man vielleicht ein bisschen bessere Laune wieder bekommt. Mir hilft das mit dem Stream auch immer sehr gut, wenn es mir mal doof geht. Oder der Tag scheiße lief. Fühle ich mich auch immer sehr wohl hier. So, boah, was war das denn? Da kriegst du wieder, hier! Ins Gesicht! Ach, der ist... Er ist ja sogar noch hier bei Bewusstsein. Geh schlafen. Ich guck, mit dem wurde gerade vom Auto voll überrollt. Und tut mir so leid, nicht. Oh, hier gibt's Essen, ja! Zum Eis kaufen! So, Teriyaki-Burger, oh! Wird in Japan richtig fett werden, glaube ich. Endlich Essen! Ah, ich guck mal kurz bei den Gegenständen. Nee, das war's nicht. Heilung. Was essen hier? Was? Wer hat Liz ausgetauscht? Bitte was? Hallo Nico! Ich dachte, jetzt wird geradelt, aber stimmt, ich hätte es wissen müssen. Wir können mit einem Skateboard hier rumfahren, das ist ganz cool. Gerade geht es leider nicht, weil ich hier in einer Mission stecke mit Amasawa. Und hier sind sehr viele Gegner unten. Oh. Ikushi, das ist irgendein Mini-Boss. Oh, das war schön. What? Ist das dein Ernst? Dein Eier hier. Er wirft seine eigenen Leute? Mit dir falsch. Oh, jetzt muss ich aufpassen. So, der soll mal schlafen gehen. Hast du Angst? Ja, gut.
Oh, was ist das denn? Belohnungsliste. Hosentaschen wie eine Lagerhalle. Ja, das stimmt. Also, was wir hier alles in den Taschen haben, das ist nur unser Heilungszeug. Das ist eine Menge. Hier sind Rezepte. Oh, das kann ich herstellen. Und hier sind noch verschiedene Sachen, die wir so auf dem... die wir gesammelt haben oder gefunden haben auf dem Boden. Hier haben wir noch Wertsachen. Wir haben übrigens auch einen Hund. Der ist süß. Kleidung haben wir auch noch. Ausrüstung. Ja. Das ist schon eine Menge. Schon wieder Gegner. Ich will jetzt aber hier rein. Lass mich in Ruhe. Gehen jetzt ein bisschen Baseball spielen. Bräuchte mal einen Tipp, wenn ich euch mal fragen darf. Was denn für ein Tipp? Ich will das klassische Star Wars Jedi Academy. Ich darf mir aussuchen zwischen ein starkes Lichtschwert, zwei einzelne normale Lichtschwerter oder ein Doppelklinge. Ich kann mich nicht entscheiden. Was meint ihr? Boah, das ist schwer. Ich würde alles nehmen, wenn es gehen würde. Ich würde doppelt nehmen, ehrlich gesagt. Weil das Geräusch denn, wenn du doppelt zu... Oh, ich liebe das, richtig. Ich würde doppelt... Doppeltes Lichtschwerten. Einzeln ist auch geil, aber doppelt ist irgendwie noch cooler. Hast noch andere Bewegungen drauf. So, fangen wir gleich an, damit wir nicht verdächtig wirken. Genau, alles muss ganz natürlich aussehen. Na schön, dann zeigen Sie mir, was Sie drauf haben. Du willst mich schlagen, Amasawa? Sagen wir einfach, meine Stärken liegen eher im Literarischen als im Athletischen. Ich bin ziemlich sicher, dass auch ein Bücherwurm einen Schläger schwingen kann. Trotzdem, für meinen Geschmack ist das ein bisschen actionlastig. Na schön, dann halte die Augen offen, während ich meine Schläge übe. Nicht, dass sich wer an uns ranschleicht. Gut, überlassen Sie es ruhig mir. Ich bin in dem Spiel... wirklich echt schlecht. Also, hier bin ich wirklich echt schlecht. Das werde ich komplett verkacken. Schlage so viele Homeruns wie möglich. Du hast 10 Versuche. Das werde ich so abkacken. Was ist mit der Hintertasche? Ja, wir haben eine Knastbrieftasche, wo alles reinkommt. Also ich bin eigentlich wirklich sehr schlecht in dem Spiel. Wirklich. Warte, jetzt zeige ich es euch, wie schlecht ich bin. Da. Jetzt geht's los. Ich würde einfach mein Maul halten. Ich sollte einfach... Jetzt auf einmal, ne? Jetzt verkacke ich's. Oh, was war das denn? Diese Curve-Bälle, die hasse ich. Yes. Ja, Lisa. Ich kann doch nichts dafür gerade. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Mann! Seht ihr, das war kein Homerun. Mann, oh. Die sind aber auch richtig kacke. Dass ich überhaupt treffe, ist ein Wunder. Wow. C, seht ihr, war richtig kacke. Ach ja, haben Sie einen schlechten Tag? Scheint so. Komisch. Normalerweise treffe ich besser. Nee, ich bin in dem Spiel wirklich scheiße. Ja, kann jedem mal passieren. Na toll, jetzt muss der Bücherwurm schon mich aufmuntern. Oh, jetzt ist mir richtig warm geworden. Oh. Trinken Sie einen Schluck Wasser. Oh, danke. Sehr aufmerksam. Na. Doppelt ist schon cool, alleine wegen Darth Maul. Boah, ist schon eine schwere Entscheidung. Aber danke, Leute. Ja, ist wirklich eine schwere Entscheidung. Ich verstehe dich, Irrenhaus. Und wie sieht's bei dir aus? Hast du jemanden entdeckt? Naja, also ein paar verdächtige, aussehende Gestalten, aber niemanden, der uns besonders zu beachten scheint.
Verstehe. Wie wär's mit einer kurzen Pause? Im Privat macht sie erstmal easy 10 Home Runs. Nee, überhaupt nicht. Mist, im Lotto nur 999.999 gewonnen. Nie werde ich Lotto-Millionär. Das ist bitter. Da fehlt aber nicht mehr viel zur Million. Mal gleich mein Fenster zumachen. Langsam wird es ein bisschen frisch hier. Vielleicht sollte ich auch mal meine Ärmel runtermachen. Na. Hey, Amasawa, kann ich dich mal was fragen? Was denn? Ist dein Großvater der Grund, weshalb du den Krimi-Club Hi. gegründet hast? Ja, eigentlich ist er der Grund, warum ich allgemein so für Rätsel interessiere. Sein Einfluss hat mich stark geprägt. Und siehst du dich irgendwann als Autorin von Kriminalgeschichten? Das würde ich doch hoffen. Nein, mehr noch. Ich glaube, das ist etwas, was ich einfach tun muss. Wirklich? Ja, um ehrlich zu sein, ist es mein Traum, sein unfertiges Meisterwerk zu vollenden. Du hast ein unvollendetes Manuskript von ihm? Ja, als er starb, steckte er mitten im letzten Teil seiner erfolgreichsten Serie. Der Entwurf war halb fertig, aber der entscheidende Teil fehlt: die Enthüllung des Schuldigen und des Tathergangs. Er hat keine Notizen hinterlassen, also weiß keiner, wie das Buch ausgehen sollte. Da hast du ja noch einiges vor. Und ob. Allerdings ist mir neulich etwas klar geworden, was die potenzielle Antwort auf das Rätsel sein könnte. Verdammt, du bist echt gut. Ich muss Ihnen wohl mal ein Exemplar schicken. Sagen Sie Bescheid, ob Sie die Lösung erraten, bevor Sie ans Ende kommen. Entschuldigung, was? Was hat sie denn jetzt? Oh, wir werden beobachtet. Ach, das macht sie mit Absicht, dass man sieht, dass wir die Katze haben. Ich verstehe. Hallo, Na. BMF? Hey, was ist los? Yagami-san, bitte halten Sie Augenkontakt und tun Sie, als würden wir uns bloß unterhalten. Warum? Auf der anderen Straßenseite ist ein Mann, der uns die ganze Zeit beobachtet. Ach ja? Und wenn ich darüber nachdenke, war er schon im Game Center. Er ist uns hierher gefolgt. Sieht so aus. Anfangs hat er sich nicht verdächtig verhalten. Aber als ich später mit der Figur wegging und mich vor ihm versteckte, sah er sich voller Panik um, als hätte er etwas aus dem Blick verloren. Du glaubst, er war uns die ganze Zeit auf den Fersen? Ja, das nehme ich an. Yagami-san, wie wäre es mit einer kleinen, kalkulierten Risiko? Dieser Typ, der uns jetzt verfolgt, ist bestimmt dieser Pfandleiher, der damals diese Figur verkauft hat. Bestimmt. Was willst du denn kalkulieren? Wenn ich hier bleibe und ihn ablenke, könnten Sie dann rausschlüpfen und sich von der anderen Seite an ihn ranschleichen? So können Sie ihn erwischen, ehe er die Chance hat zu entwischen. Okay, ich versuche. Ja, das ist ein guter Plan. Ich schleiche mich schnell zu ihm. Schleichen, darin bin ich auch nicht so gut. Erst einmal muss ich die Hintertür finden. Das ist nicht jetzt ein bisschen risky, UFO Catcher, ich will spielen. Sie jetzt hier allein zu lassen, finde ich ein bisschen risky. Hintertür? Hintern halt. Was? Wie so ein Schleichen heißt gleich, fliegt irgendwas in die Luft. Ey, das ist gar nicht wahr. Also es kann schon sein, dass was brennt, aber man sieht ja nicht, dass ich da bin. Von hier wird er mich definitiv kommen sehen. Wie kann ich mich an ihn heranschleichen, ohne erwischt zu werden? Wie schleiche ich mich her? Er erkennt mich. Okay. Da drüben ist er. Ach, hier ist mein Skateboard, ne? Vielleicht sammle ich erstmal ein paar Informationen aus der Ferne. Okay, machen wir erstmal Informationen. Na gut. Also. Schauen wir mal.
Hier sieht er mich nicht. Jetzt die Frage, was genau soll ich jetzt mir anschauen? Das ist manchmal ein bisschen verwirrend bei dem Spiel. Ich schleiche heute. Skateboard ausgepackt. Ja, so schleicht man. Ich kann halt nicht. Ich kann halt überhaupt nicht nah rangehen. Soll ich nochmal reingehen und vielleicht von da Informationen sammeln? Probier es mal kurz. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss das draußen machen. Komisch. Hat jemand von euch eine Idee? Ich bin gerade sehr verwirrt. Mochte ich im ersten schon nicht. Die haben teilweise echt Zeit gefressen. Ja, bis du überhaupt verstehst, was du genau jetzt hier machen sollst. Kann ich hier hoch? Nee. Ich muss das anscheinend von der anderen Seite machen. Hier sieht er mich. Informationen suchen. Dein Internet nervt dich heute wieder. Laufend Ausfälle oder was? Ja, darf ich halt nicht. Ich mich heranschleichen, ohne erwischt zu werden. Das wird nicht leicht, denn man weiß ja, wie ich aussehe. Er weiß, wie wir aussehen. Kann ich mich vielleicht kurz umziehen?